Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Cosmos Box von Tour. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Cosmos von Tour, das Ganze aus dem Jahr 2016. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine kleine Box. Auf der Seite haben wir hier Tour in Rauch und das Ganze in Schwarz-Weiß-Optik. Auf der Unterseite zieht sich diese Rauch- und Schwarz-Weiß-Optik durch, ebenso auf der Oberseite. Auf dieser Seite lesen wir dann Tour Cosmos und auf der Rückseite haben wir dann die gesamten Sachen, die sich in dieser Box befindet, aufgelistet, und zwar Stille, Grau, Narzis, Evigila, Revigila, Raus, LTNT, MX, Stevia und Revia. Und dann haben wir noch Credits und Barcode. Gut, so sieht das Ganze aus. Also wir haben hier eine Box, die mehr oder weniger alle Alben und EPs von Tour beinhaltet. Und zwar sind diese hier in Digipacks drinnen. Wir schauen mal hinein. So, also so sieht die Box von innen aus. Das Ganze ist so eine Kartonbox. Und dann haben wir hier die gesamten Werke in Digipacks und ein ausführliches Booklet mit dabei. Diese Alben, diese EPs hier in so Graustufen angeordnet, also wir haben hier wirklich von weiß bis schwarz, dunkelgrau die ganze Farbpalette mit dabei. Gut, dann schauen wir uns zuerst mal das Booklet an. So sieht das aus. Also wir haben hier den Interpreten darauf zu sehen, wie auch schon auf der Box, also das ist das identische Cover. Ja, auch hier wieder diese Farbpalette, diese Graustufen. Und dann haben wir hier einmal Tour stehend. So sieht das aus. Alles natürlich in Schwarz-Weiß gehalten. Dann haben wir hier diverse Texte, wer ich bin. Jede Menge Text. Dann haben wir hier wieder Aufnahmen und hier weitere Texte. So sieht das aus. Also wirklich das gesamte Booklet, das gesamte Artwork hier passend tourmäßig eben in Schwarz-Weiß, so wie auch die meisten seiner Videos. Und dieses Booklet auch sehr textlastig. Aber es wechselt sich immer gut ab, also es gibt hier immer Texte und dazwischen auch wieder schöne Schwarz-Weiß-Aufnahmen. So sieht das dann aus. Also es ist wirklich ein dickes Booklet, jede Menge Inhalt. Ich werde das jetzt mal etwas beschleunigen hier, aber trotzdem möchte ich euch hier nichts vorenthalten. Also ihr seht selbst, sehr, sehr viel Inhalt, sehr viel Text und jede Menge schöne Bilder und Grafik mit dabei. Gut, dann haben wir die einzelnen Werke, die einzelnen Alben und EPs. Wir starten jetzt einfach mal hier mit Schwarz und dann arbeiten wir uns hier bis zu Weiß vor. Als erstes haben wir hier Stille, also das Album Stille aus dem Jahr 2010. So sieht das Cover aus. Und dann haben wir hier hinten die Tracklist, und zwar haben wir insgesamt 17 Tracks mit dabei. So sieht das Ganze dann von innen aus. Wie gesagt, alle diese Alben, alle diese EPs in so einer Digipack-Form. Dann haben wir hier nochmals die Tracklist, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war, wer das Ganze produziert hat. Und dann hier dann immer auf der rechten Seite, auch wenn ich es jetzt gerade nicht wie ich rausbekomme, jawohl, die CD sieht so aus. In den CDs selber, in den Alben gibt es dann kein separates Booklet mehr, also wirklich das eine Booklet, was wir uns angesehen haben, ist für alle diese stellvertretend. Dann haben wir das zweite Stück aus der Box, und zwar ist das in dem Fall Grau, Grau aus dem Jahr 2009. Hier haben wir dann insgesamt 15 Tracks,
Und wir haben hier ein Feature von Cool Savage und Vasi. So sieht das aus. Und auch hier wieder die CD. Also ihr seht schon, es zieht sich echt durch und durch, dieses Schwarz- und Grau-Thema. Hier ist alles sehr farblos gestaltet, was ja auch nicht immer schlecht sein muss. Also hat auf jeden Fall was, diese schwarz-weiße Optik. Dann haben wir das nächste Album, und zwar ist das Narziss. Das muss man sagen, das ist eine bisher unbekannte EP. Und zwar wurde diese EP extra für diese Cosmos-Box angefertigt. Also hier gibt es teils alte, teils aktuellere Tracks von Tour. Und zwar haben wir insgesamt dann 9 Tracks mit dabei. So sieht das aus. Das ist dann die CD. Ja, ich glaube, die Rückseite der CDs kann ich euch auch sparen. Die sind nicht eingefärbt. Die sind alle immer Standard. Und hier natürlich immer mit dabei die Infos zu den Tracks. Dann haben wir Evigila. Ich hoffe, man kann das lesen. Jawohl. Das Ganze ist aus dem Jahr 2010. Wir haben hier 13 Tracks. So sieht das Ganze dann von innen aus. Und die CD dann so. Dann haben wir mit dabei dieses gute Stück hier. Das ist in dem Fall Revigila, also die Re-Edition oder beziehungsweise die Remix-Variante. Und zwar sehen wir hier, wir können uns das hier kurz hernehmen. Also wir haben hier 9 Tracks, die hier diesem Album entnommen wurden. Also wir haben hier die Tracks dann neu verarbeitet in Remix-Varianten etc. Und dann haben wir aber auch hier 2 Bonus-Tracks, nämlich hier Schlaflos und Schnee im August. Also. So sieht das von innen aus. Und das dann die CD. Dann haben wir Raus. Die Raus-EP. Diese ist im Jahr 2012 erschienen. Sieht dann so aus. 12 Tracks, das ist eine Menge. Und zwar haben wir hier also 10 Tracks und 2 Bonus-Tracks. Und beim Bonus-Track ist hier Chefcat mit dabei. So, sieht dann die CD aus. Dann haben wir LTNTMX. Das heißt so viel wie Late Night Mix. So sieht das aus. Das Ganze aus dem Jahr 2012. Das ist die CD. Dann haben wir Stevia, die Stevia EP aus dem Jahr 2014. Wir haben hier insgesamt 9 Tracks mit dabei. So sieht die CD aus. Und dann kommen wir zum letzten Werk. Und zwar ist das dann Revia. Revia aus dem Jahr 2014, also die Remix-EP. Und hier haben wir dann auch 9 Tracks mit drauf. Wobei auch hier wieder ein Bonus-Track ist mit Tristan Brusch. Und die CD sieht dann so aus. Gut, nachdem das hier in weiß ist, sind wir jetzt am Ende angekommen. Vielleicht hier nochmal kurz im Überblick. Das ist der ganze Inhalt. Also wir haben hier echt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. 9 Digipacks, 9 Alben bzw. 9 Alben und EPs mit dabei. Ja, das ist echt eine Menge. Also für jeden Tour-Fan in meinen Augen ein absolutes Muss. Und wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal diese 9 EPs und 9 Alben, was man auf insgesamt, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, auf 101 Tracks schafft. Also diese ganzen EPs und Alben, insgesamt 101 Tracks. Das ist echt eine Menge.
Mit dabei ist dann noch dieses umfangreiche Booklet. Und das alles kommt in dieser wunderbaren Box, in dieser Kosmos-Box, in der man diese Sachen dann sehr gut aufbewahren kann. Ich werde das Ganze mal gleich wieder da reingeben, damit ihr seht, wie das aussieht. So sieht das Ganze dann aus. Also macht sich auch im Regal echt schön. Gut, ich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Tour unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.